mächtigen mechanischen Musik und den beweglichen Figuren neben der Dame ohne Unterleib und dem Flohzirkus die Attraktion jeder Kirmes. Gebaut wurden die meisten Orgelwerke in Waldkirch, wenige Kilometer ostwärts von Freiburg. Michaele Scherenberg stöberte die letzten Orgeln auf. Sie nennt ihren Film »Ein Märchen für Erwachsene, die das Träumen noch nicht verlernt haben«. Die Saison vorbei ist, dann bringt man sie ihm wieder zum Richten, die Karussellveteranen von den Jahrmärkten. Der Karl Frey ist einer der letzten im Schwarzwald, der sich heute noch darauf versteht. Gelernt hat er es vom Vater. Der war um 1900 einer der größten Orgelmacher. Das war die Zeit der Schiffschaukeln, der Dame ohne Unterleib, der dressierten Leierkastenaffen. Damals war halb Waldkirch noch Orgelwerkstatt und die Schnurranten kamen von weit her mit Pferd und Wagen. Seit zwei Jahrhunderten kennt man hier schon die mechanische Musik. Instrumente, die ohne menschliches Zutun von ganz allein spielen, auf Flöten, Trommeln, Triangeln. Traumfabrikant, das ist halt eine Arbeit wie eine andere, nicht? Also von Traum ist da auch keine Rede. Schaffen muss man sowieso. Wenn Sie nur mal an die Figuren jetzt denken da, nicht? Gucken Sie mal, wie die aussehen. Die sind jetzt 25 Jahre sind die jetzt auf der Messe. Und das geht natürlich alles nicht mehr so, wie sich das gehört. Das muss alles wieder überholt werden. Da haben sie früher, das sind jetzt neue Figuren, ne? Da haben sie früher ganz andere gemacht. Da haben sie halt zum Basteln und so, haben sie mehr Zeit gehabt. Jetzt hol ich ihn mal einen. Schauen Sie mal hier. Der hat eine Bewegung, zwei Bewegungen, drei Bewegungen, plus die Augen bewegen sich noch. Und der war auf der Kirche? Der war auch auf einer Orgel, auf einer ganz kleinen Orgel, wie sie damals die Leierkästen auf der Straße gegangen sind, ja. Und da war das etwas Sensationelles, wenn das vorne da auf der Orgel gestanden ist, ne. Und dann hat sich so alles bewogen, ne. Und die Augen haben... Die aus Waldkirch? Die ist aus Waldkirch. Ist auch von der Waldkirche gemacht worden.
Man weiß halt nicht mehr, wer das genau war damals. Ja, das ist ungefähr so 1850. Ne? War sehr teuer, die Figur. Hab sie geschenkt bekommen. Und Sie haben ja jetzt sicher schon hunderte von Orgeln gehört. Was denken Sie denn? Ja, was ich denke bei der Orgel, ich denke überhaupt nichts dabei. Ich sehe ja nur, was da dran fehlt. Ja? Ich weiß noch nicht mal, was sie spielen, die Orgel. Weiß ich nicht. Also wenn ich so hinhöre, dann höre ich nur irgendwo einen Ton, der geht nicht oder der kommt halb oder da ist ein Ton falsch. Und wenn ich dann frage, was für ein Stück das ist, was da gespielt wird, dann muss ich erstmal das und das. Dann muss ich erstmal nachdenken, was für ein Stück das ist. Früher hat sich ein Schausteller fast jede Saison den neuesten Tagesschlager bestellt. Jeder Ton muss einzeln gestanzt werden. Das hier wird ein Walzer, 30 Meter lang. Also wenn Sie auf einem Mess gewesen sind, das ist auch in Belgien oder in Holland oder in Frankreich oder in, irgendwo, ja, es kann auch Amerika gewesen sein, dann haben Sie gesehen, Orgel von Waldkirch und von Paris. Das war sozusagen Waldkirch, Paris, das waren die zwei Metropole damals in die Zeit für Drehorgel und Konzertorgel. Allerdings, die Pariser, die waren damals, also vor 1900, waren die durchschnittlich größer. Ne? Hat doch halt, Paris war doch noch etwas, was Namen betrifft, etwas mehr. Ne? Aber Waldkirch hat die stabilere Orgel gemacht. Die große Vorführorgel vom Frey ist so eine Art Versuchsstand. Da probiert er alle Figuren aus und alle Stücke. Das ist jetzt Musik vom Karl Frey Vater, der Hommerson-Marsch. Er hat die 1927 eigens für seinen besten Kunden komponiert, als Werbegeschenk sozusagen. Denn der holländische Jahrmarktkönig Hommerson bestellte alle zwei Jahre eine neue Orgel und immer die größte. Dass Waldkirch führend war im Orgelbau, das ist kein Zufall. Die Winter waren lang und dunkel. Der Ackerboden an den Hängen, karg und unwegsam, da lernt man's träumen. Die Zeit der Karussell- und Konzertorgeln begann vor etwa 100 Jahren. Aber die prächtigsten Stücke sind nur noch auf Katalogfotos erhalten. Für alle Märkte wurden Orgeln gebaut, für den Orient, Ostindien, Werke, die ganze Kapellen ersetzten mit 20 Mann und mehr. Dieselben, schreibt der Katalog, sind mit wirklichen Stoffanzügen bekleidet. Dadurch wird der selige Eindruck der Musik angenehm erhöht. Das zarte Piano als auch das ergreifende Fortissimo. Der Einheitspreis 3 Mark pro Notenmeter. Und auf besonderen Wunsch wurden Prachtfassaden auch nach eigenen Entwürfen gefertigt.
hat es angefangen. Um 1700 soll ein Reisender die erste Uhr im Schwarzwald herumgezeigt haben. Die Mechanik ließ die Handwerker nicht mehr ruhen. Sie bauten die Uhr nach, derb, einfach, und malten ihre eigenen typischen Schilder dazu. Das ist jetzt der Anfang von einer Rose. Und früher hat man den Maler kennt nur aus der Rosen. Jeder hat sein eigenes Motiv gehabt. So, das war jetzt Anfang von einer Rose. Jetzt machen wir die Blume noch dazu. Auf dem Berg bei Linach, mitten im Schwarzwald, arbeitet Karl Straub, der letzte Uhrenschildermaler. So saß auch der Vater, der Großvater, der Urgroßvater. Die Farben werden wie früher zu Pulver zerrieben, angerührt und nach altem Muster aufgetragen. Der Nachbar baute dann im Winter die Uhrwerke dazu, wenn der erste Schnee gefallen war. Die Schilder der Uhren und die Werke waren aus Holz. Wie alles aus Holz war, was da an den langen Feierabenden geschnitzt und gefügt wurde. Und wer den Bauern beim Ernten half, der wurde in Stämmen bezahlt. Die Kuckucksuhr war wohl die erste Orgel im Schwarzwald. Der Kuckuck sollte eigentlich zuerst ein Hahn werden, der alle Stunden kräht. Nur kamen die Uhrmacher mit den Flöten nicht zurecht. Aber die Verbindung Mechanik und Musik ließ sie nicht mehr los. Beides liegt im Blut. Oh.
Menschen die ersten mechanischen Flötenuhren schnitzte, kannte man in den Schwarzwaldgemeinden natürlich längst die Kirchenorgel. Die älteste, die noch erhalten ist, spielt noch heute zu jedem Gottesdienst. 1811 wurde sie vom Meister Matthias Martin von Waldkirch ins benachbarte Neuershausen geliefert. Der Martin hat später auch Drehorgelbauer in die Lehre genommen. Aber leiden mochte er die grausliche Katzenmusik nie, die den Kirchenorgelbau im Schwarzwald bald in den Hintergrund drängen sollte. Flötenuhr wurde so eine Art Musicbox des 19. Jahrhunderts. Ein Reingeschmeckter versteht sich heute noch aufs Reparieren. Also dieses Stück hier ist eine Flötenuhr, die sich in ihrer ganzen Konstruktion noch an die alten klassischen Gepflogenheiten hält. Wir haben hier die Walze, dann haben wir hier die Klaviatur, dahinter sind die Pfeifen, hier unten sitzt der Blasbalg. Und mit Hilfe dieser Kurbel wurde nun ein schweres Gewicht aufgezogen, was diese Flötenuhr in Bewegung setzte. Eine Flötenuhr, die ich hierher bekomme, wir werden uns vielleicht nachher noch ein paar Muster davon ansehen, sind ja alle nicht spielbar. Und wenn dann das Restaurieren beginnt, dann ist man natürlich sehr gespannt darauf, was die fertige Flötenuhr dann von sich gibt. Und es ist dann immer eine große Überraschung, wenn dann tatsächlich ein Mozart oder ein Haydn darauf herauskommt. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. So bekam ich vor einiger Zeit mal ein sehr aufwendiges Werk und nach etwa zweimonatiger Restaurierung setzte ich dann die Walze ein und was tönte mir entgegen? Im Grunewald ist Holzauktion. Und als ich dann vor Wut die Walze um ein Stückchen weiter drehte, da hieß es, auf der grünen Wiese heig ihr gefragt und so weiter. Also das sind dann natürlich dann Tiefpunkte in dem Leben eines Restaurators von Flötenuhren. Lehrjahre in Paris und Genf, wo die Orgeln inzwischen die Salons erobert hatten. Das Heimweh aber holte sie alle wieder, die Bruder, die Weber, die Ruth, die Frey. Sie hatten die Welt gesehen und brachten die Eindrücke im Herzen mit nach Haus. Da hockten sie beisammen beim Moscht vom Fass und spannen die fremden Schnurren von Gauklern und Straßensängern in ihrer eigenen Sprache. Dann war es ein Buch. Und dann hätte ich Makro.
Ja, mal gern hier. Alles hat einen doppelten Boden. Und Zauberei heißt bloß, die Sache mit anderer Auge sähe. Selbst die alten Hexen, sagt die Sage, tanzen in Waldkirch auf dem Kandel zur Drehorgel, wenn der Mond scheint. Wenn es dunkel ist, wird das Orgelmuseum in Holland wieder zum Tanzsaal. Am Abend trafen sich in den Städten die jungen Paare. Nach jeder Runde Musik musste man eine Münze für die nächste zahlen. Wir bitten die Herren Inhaber von Ballsälen, schreibt der Orgelkatalog, uns anzugeben, wie viele Musiker sie zu engagieren pflegen und wie groß die Säle sind. Unser bestes Modell ist 7 Meter hoch und mit 130 Instrumenten besetzt.
Der hat mein Wachs gestohlen da. Hab's noch gerade an den Finger gehabt. Ja. Ich sag schon, wenn ich etwas in den Finger hab, dann ist es sowieso verschwunden. Ja, wie geht es jetzt? Was ist das für ein Hexenwerk, so eine Flöte zu machen? Ja, das ist halt eine Genauigkeit. Eine Genauigkeit und einfühlen muss man, wie der Ton klingen muss. Das muss man einfühlen. Wo fühlt man das denn? Ja, mit dem Gehör. Man kann sogar mit dem Gehör fühlen. Das hört sich wohl ein bisschen komisch an, aber es ist so. Hier mache ich zum Beispiel jedes Mal fünf die gleiche. Da ist aber bestimmt eine dabei, die viel besser ist wie die andere. Und man weiß halt nicht, wo es dran liegt. Und die ist schon viel schärfer. Die ist noch besser. Ja, die ist genauso. Das ist die beste. Und wenn Sie dann das schlechteste und das beste hören. Die ist hohl und die ist scharf. Das Waldkirch spielt zum alten Jahrmarktkarussell, das seit 1880 im Besitz der Schaustellerfamilie Vespermann ist. Die bleibt in der Familie und wenn wir nicht mehr sind, ich habe ja vier Söhne, einer nimmt sie ganz bestimmt. Sie möchten sie alle haben. Aber nein, also die wird nicht hergegeben, das ist ein Stück von uns. Das ganze Karussell ist ein Stück von uns. Sind hier mal ein paar ältere Leutchen gefahren bei uns in dieser Gondel und kamen dann anschließend zu mir an die Kasse und haben gesagt, wissen Sie, hier auf Ihrem Karussell haben wir uns verlobt und die Orgel hat gespielt, Puppchen, du bist mein Augenstern. Und jetzt spielte es wieder und wir mussten einfach fahren, ist Französisch, das waren nun fast 25 Jahre. Karusselle wie damals baut ein junges Paar in Bolschweil, ein paar Kilometer vor Waldkirch. Die meisten Leute, die zu uns kommen, die sind überrascht und wissen nicht, was das eigentlich bedeutet, weil sie kennen es nicht. Und der Mensch ist immer unsicher, wenn er etwas noch nicht vorher gesehen hat und es nicht einordnen kann, wenn er keine Schublade hat, wo er das reinstecken kann. Uns liegt auch nichts daran, jetzt ein Karussell zu bauen, was maßstabgetreu ist, sondern wir wollen interpretieren eigentlich die Gefühle und die Wahrnehmungen, die man hat als Kind, wenn man auf sowas muss, man tut es ja das erste Mal, tut man es eigentlich den Erwachsenen zuliebe, den Eltern, die einen da hinführen. Man will eigentlich gar nicht drauf. Und man will auch gar nicht auf diese riesigen Pferde, man will es gar nicht mitmachen. Aber wenn man es dann doch tut, dann ist man, wenn man wieder untersteigt, zutiefst erleichtert. Es ist kein Spielzeug, dazu ist es einfach zu kostbar und zu empfindlich. Es ist aber auch, was soll man sagen, was es ist? Es ist ein anderer Wind aus einem anderen Jahrhundert.
Nach dem Ersten Weltkrieg ging die große Zeit des Orgelbaus zu Ende. Der Siegeszug des Grammophons war nicht mehr aufzuhalten. Im Sommer 23 feierten die Waldkircher den Abschied der letzten Überseeorgel mit einem Fass Bier. Silvester 23 stand alles still. Eine große Karussellfabrik gibt es heute wieder in Waldkirch, mit Umsätzen zwischen 10 und 12 Millionen im Jahr. Hier laufen modernste Fahrgeschäfte vom Stapel, für Europa und Übersee. Ein Scooter kostet eine halbe Million, ein Music Jet etwas mehr und Riesenräder und Achterbahnen übersteigen die Millionengrenze. Die Bauzeit? Ein halbes Jahr bis ein Jahr. Damals, in der Mitte der 20er Jahre, kostete die teuerste Waldkircher Orgel 44.000 Mark. Ein prächtiges Stück, das in die Schweiz ging. Umgerechnet sind die Preise für Jahrmarktgeschäfte also gleich geblieben. Nur die Poesie blieb auf der Strecke. Aber irgendwo, sagt einer, gibt's in uns so eine Art Vitrine. Und wer keine Orgel mehr in der Scheune hat, er hat sie im Herz.
Die schönste noch erhaltene Waldkircher Orgel steht in einem Gasthaus. Im letzten Sommer kam ein reicher Amerikaner und saß eine Woche lang jeden Abend davor. Er wollte sie mitnehmen für 2 Millionen Mark, aber er hat sie nicht gekriegt. Es gibt halt Dinge, die kann man nicht hergeben. Wozu brauchen wir eine Orgel, die doch ganz heiser ist und krächzt, knarrt wie ein Windhauch, wie ein Wetterhahn, wie ein Stiefel, wie ein ausgehöhlter Baum? Geschätzte Freunde, ich streite nicht mit euch. Der alte Drehorgelmann sang nicht besser als eine Nachtigall. Aber wenn er die Kurbel angefasst hatte, glaubt mir, war er manchmal selbstständiger als ein König. Und Glück und Trauer klangen in jenem Lied. Sanft war die Melodie und einfach. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann man nicht irgendwie die Orgel wiederbringen? Den Orgelmann zurückholen? Bin. 90 Jahre. Wenn man in Bewegung bleibt, ja, das ist wichtig im Alter. Das ist wichtig, ja, ja. Im Hauptbahnhof habe ich immer stehen. Die Gepäck aufbewahren. Ja, ja, da hole ich immer, ja. Oh je, bisschen noch abbaut, aufbaut. Das ist schlimm. Die Orgel muss halt feststellen. Die darf nicht hinterherrollen oder wackeln. Wenn die Orgel nicht feststellt, mit keine gute Musik, und dann wird es auch mehr ausgeleiert, das Getriebe, wenn wir rennen, wenn wir dauern. Das ist ja kein Wert. Der Fuß an der Stelle. Die Orgel muss feststellen.